Als ich ein Kind war, hatte ich einen Traum. Ich wollte die Welt zum Positiven verändern. Ich träumte vom Paradies auf Erden. Ich wollte fliegen können und stark sein wie Superman. Wenn wir jung sind, scheint alles möglich zu sein, aber dann wurde ich älter und die Gesellschaft sagte mir, was realistisch ist und was nicht. Was ich damit sagen will, lass niemals zu, dass irgendetwas oder irgendjemand deine Träume killt. Denn wenn du glaubst, etwas ist unmöglich, dann ist es so. Heute bring ich mich mal wieder selbst zum Träumen, verpasse meine Nebenfarbe in diesen Träumen. Die Realität verblasst, nix mehr mit Anthrazit. Der Moment wird bunt mit kindlicher Fantasie. Jetzt geht die Reise los, der Boden vor mir bricht auf. Leuchtende Blumen gehen im hellen Licht auf. Sie wachsen im Sekundentakt, es ist pures Leben. Bin so geflasht, muss mich ihrer Schönheit ergeben. Die Wiese unter meinen Füßen ist so saftig grün und dieser Duft belebt meine Sinne wie Parfüm. Ich gehe ein paar Schritte und erblicke ein Tier. Es kommt auf mich zu, es halb tief. Tiger halb Stier, dieses Wesen scheint friedlich gesinnt zu sein. Seine Augen sind groß, doch die Hörner sind klein. Ich frage, wo sind wir hier? Südostasien. Der Stiertiger antwortet, das hier ist Phantasia. Dort, wo man ein Zuckerstangenschwert schwingt und wo ein blauer Elefant ein Konzert singt. Hier ist alles erlaubt, wenn das mal nicht begehrt klingt. Es ist Phantasia, dort wo Träume noch was wert sind. Dort, wo man ein Zuckerstangenschwert schwingt und wo ein blauer Elefant ein Konzert singt. Hier ist alles erlaubt, wenn das mal nicht begehrt klingt. Es ist Phantasia, dort wo Träume noch was wert sind. Vor mir landet ein riesengroßer Schmetterling. Er hat ein Mikrofon vor sich, damit er besser klingt. Und er fängt an zu singen, ich lausche diesen Klängen. Setze mich auf den Boden und lasse meine Schultern hängen. Ich leg mich hin und beobachte den Sonnenuntergang. Alles ist im Wandel wie die Sonne auf und unter Mann. Ich lasse hier und jetzt neue Träume entstehen. Meine Seele ist voller Fantasie und voller Ideen. Es ist logisch, dass ich träumen kann. Schau dir nun mal diese Bäume an. Mit der Erde fest verbunden, wachsen sie nach oben. Genauso wachsen meine Träume aus dem Boden. Ich betrachte die Welt mit Logik und Fantasie. Beide Welten greifen ineinander, ich nenne es Therapie. Ich bin fest geerdet und mit dem Erdkern verbunden. Bleibe realistisch, doch ich darf träumen für Stunden. Dort, wo man ein Zuckerstangenschwert schwingt und wo ein blauer Elefant ein Konzert singt. Hier ist alles erlaubt, wenn das mal nicht begehrt klingt. Es ist Phantasia, dort wo Träume noch was wert sind. Dort, wo man ein Zuckerstangenschwert schwingt und wo ein blauer Elefant ein Konzert singt. Hier ist alles erlaubt, wenn das mal nicht begehrt klingt. Es ist Phantasia, dort wo Träume noch was wert sind. Wo man ein Zuckerstangenschwert schwingt und wo ein blauer Elefant ein Konzert singt. Hier ist alles erlaubt, wenn das mal nicht begehrt klingt. Es ist Phantasia, dort wo Träume noch was wert sind. Dort wo man ein Zuckerstangenschwert schwingt und wo ein blauer Elefant ein Konzert singt. Hier ist alles erlaubt, wenn das mal nicht begehrt klingt. Es ist Phantasia, dort wo Träume noch was wert sind.